Abgesagt werden kann ich nur, wenn ich vorher gebucht werde. Wenn ich also gar keine Bühne kriege, kann ich auch nicht gecancelt werden. Das ist ziemlich praktisch für die meisten Menschen der Welt. Sie werden gar nicht erst eingeladen und Geld verdienen sie mit ihrer Meinung auch nicht. Sie können ihre Meinung sagen, ohne jemals deswegen gecancelt zu werden. Nun ja, einige werden stattdessen vor ihrer Meinung getötet. Aber gecancelt glücklicherweise nicht. Ich bin mit 15 Jahren vor meiner Meinung inhaftiert und gefoltert worden. Aber glücklicherweise nicht gecancelt. Ich werde vor meiner Meinung umgetreten und bedroht. Instagram zensiert meine Bilder und Leute fordern regelmäßig meine Abschiebung. Aber gecancelt hat mich zum Glück niemand. Bis hier. Denn seit einiger Zeit werde ich manchmal auf Bühnen eingeladen und sage da meine Meinung. Wenn meine Meinung Leuten nicht gefällt, konnte ich gecancelt werden. Das wäre nicht schön für mich. Aber ich könnte meine Meinung ja trotzdem weitersagen. Nur nicht auf der Bühne und vielleicht auch nicht für Geld, so wie die meisten Menschen. Versteht mich nicht falsch, ich bin gegen Zensur. Aber wenn Leute in Talkshows sitzen und über Cancel Culture klagen, kommt es mir genauso vor wie die Leute, die lautstark auf Demos rufen, dass sie in einer Diktatur leben. Ich glaube, dass solche Leute etwas gemeinsam haben. Sie sind so privilegiert, dass sie es einfach nicht gewohnt sind, dass sie selbst mal von Restriktionen betroffen sind. Und nein, das heißt nicht, dass sie sich nicht darüber beschweren und diskutieren dürfen, aber sie sollen sich nicht vergleichen mit Leuten, die wirklich unter Meinungsdiktatur und Repressionen leiden.